Hallihallo Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play Siedler der Wohngemeinschaft. Und ja, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, findet das jetzt immer samstags statt. Und ich muss mich fix mal reinfinden, weil es jetzt schon wieder ein paar Wochen her ist, seitdem ich gespielt habe. Ja, wir haben jetzt einen Zeitplan, der war aus zweierlei Gründen notwendig. Da zum einen wir natürlich Übersicht haben wollten für euch, auch für uns, einen festen Plan, nicht einfach nur wahllos immer täglich Videos raushauen, sondern halt, dass ihr euch nachrichten könnt. Der ist natürlich noch nicht final, behaupte ich jetzt einfach mal. Da werden sicherlich noch Änderungen dran vorgenommen werden. Aber so wie er jetzt ist, funktioniert er erstmal. Und zum anderen, wie ihr vielleicht ja irgendwie irgendwo, ich glaube nicht, dass ihr das mitbekommen habt eigentlich, sind wir momentan als Wohngemeinschaft getrennt. So. Das klingt jetzt sehr dramatisch oder auch nicht, egal. Auf jeden Fall sind wir momentan alle nicht in der Wohnung und können deswegen Projekte wie das Couch Battle und die Let's Plays wie Outlast, die wir zu dritt aufnehmen, nicht aufnehmen. Und deswegen mussten wir da eine Menge vorproduzieren. Und das, was ihr so die nächsten Wochen und Monate sogar, ja, so lange ist das, sehen werdet, das kommt alles aus der Konserve, möchte ich fast sagen. Also, aber alle Let's Plays und eventuell auch Checkpoints und was sonst noch so kommen mag, die werden natürlich jetzt noch nicht live, aber naja, ihr wisst schon, zeitnah produziert. Und genau, hierum ging es. Zeitnah produziert, um da wenigstens noch aktuell zu bleiben. Ja, so, und jetzt schauen wir uns mal das unser Siedlerdörfchen hier mal genauer an. Wir haben gerade Reisbauern gebaut. Wo hat der sein? Da darf der gerne anbauen. Der hat schon hier unten was bekommen, da baut er auch schon an. Wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch irgendwo einen kleinen Tempel. Ach, da haben wir ja schon einen. Kleinen Tempel haben wir sogar schon. Ich glaube, weiß ich gar nicht, ob einer erreicht. Jetzt bin ich wieder mal ratlos. Ich schaue mal, ob ich vielleicht sogar noch einen Reisbauern. Hier unten. Ach nee, da waren ja die Felder. Aha. ja, wie mache ich denn das jetzt am schlauesten? Ich könnte natürlich das Feld so ein bisschen hierhin verlegen. Vielleicht ein bisschen höher. Und da dann einen Reisbauern hin tun. So. Da können wir nämlich hier unten auch noch Reis anbauen. Und dann würde ich sogar noch vorschlagen, wir bauen noch einen zweiten kleinen Tempel. Einfach mal hier hin, den großen Tempel könnte man im Notfall noch anders hinbauen, wunderbar. Und dann müssen wir mal schauen, ob das mit dem Getreide so hinhaut. Aber ich glaube, momentan läuft es eigentlich mit der Nahrungsmittelproduktion. Wir haben hier, ja doch, die spucken uns hier schon genug aus. Und ja, zum Lies, also es gab in den Kommentaren so ein bisschen Aufruhr, dass einmal pro Woche Siedler nicht ausreichen soll. Das ist ja dann natürlich so, dass, natürlich nicht, aber so habe ich es mir gedacht, dass die Folgen dann, die am Samstag rauskommen, zum einen sind es wahrscheinlich mehrere. Und zum anderen sind die dann auch länger. Also das sind dann nicht nur 15-Minuten-Folgen, quasi, dass ihr eine halbe Stunde Siedler am Tag oder dann in der ganzen Woche habt, sondern mindestens halbstündig, also mindestens eine ganze Stunde
Siedler am Wochenende. Und falls ich mal so richtig in Fahrt komme und wieder Sachen über habe, dann kann da natürlich auch noch der Sondertag herhalten, also der Sonntag, um dann noch ein bisschen mehr Siedler rauszuhauen. Und vielleicht sogar drei Folgen oder vielleicht Dreiviertelstunde Folgen, obwohl das ganz schön lang dann am Stück ist. Aber somit umgehen wir dann auch, dass wir hier unnötigerweise durch unzählige Neustarts der Missionen in die Höhe schnellen mit der Folgenanzahl. Brauche ich nicht noch? Was? Der macht Reis, ne? Wir brauchen doch noch. Fällt mir gerade eine Destille. Wo habe ich die denn hingebaut? Habe ich schon eine, sagt er mir. Ach, da. ja, da müssen wir mal schauen, wie der dann klarkommt mit dem ganzen Reis, ob ihm das reicht. Und da werden wir angegriffen. Das ist ja interessant. Ich weiß gar nicht mal, wie wir hier besetzt sind. Ob wir das aushalten. Die sind jetzt nämlich alle Level 3 hier zum Großteil. Das könnte ganz interessant werden. Momentan sehe ich hier auch viel Blau nebenbei. Also der erste Turm, der wird es wahrscheinlich nicht so wirklich machen. Der hat sogar nur noch einen Schwertkämpfer. Hier haben wir noch keinen verloren. Hier auch noch nicht. Doch, hier haben wir schon. Oh, ich glaube, da war gar keiner drin. Nee, das sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Ah, da hinten ist noch eine kleine Armada. Hoffentlich stürmen die jetzt nicht durch. Natürlich ein bisschen doof. Die Bogenschützen stören mich natürlich weniger, aber die ganzen Speerkämpfer da hinten. So, einen, die Burg haben wir schon mal abgewehrt. Den kleinen Turm hier, den mittleren Turm, den großen Turm, so, den werden wir jetzt wahrscheinlich erwischen. So, der Turm ist auch abverteidigt. Der ist eingenommen, wie vermutet. Und da ist auch schon alles abgewehrt. Jetzt rennen hier nur noch Bogenschützen rum. Gut, dann werden wir gleich mal den Turm hier zurückerobern. Wir haben ein paar Waffen hier auf Lager. Kann man hier einzelne Soldaten rekrutieren? Rekrutieren, genau. 1, 2, 1, 2, 2, 3. Ja, vielleicht. Mal sehen, ob die ausreichen werden. Der Reis ist noch nicht so weit. Schade. Haben wir denn genug? Brauchen wir hier vielleicht? Mine fördert nichts mehr. Was? Hier wurden wir angegriffen. Ja, das kennen wir. Wir besetzen da oben wieder den Turm. Und hier sind unsere Soldaten. Mal schauen. Mit denen greifen wir jetzt mal hier unten an. Mal Alt drücken, ne? Da müssten die eigentlich schnurstracks dahin gehen. Da kommen gerade noch die anderen Bogenschützen. Müssten jetzt aber vorzeitig eigentlich von unseren Türmen niedergemetzelt werden. Wie sieht es hier oben aus? Ei, da kommt schon der erste Reis. Ja, wunderbar. Wir haben hier ganz schön viel Kohle auf Lager. Habe ich so viel angeordnet? Ja, ne? Okidoki. Ja, ich glaube, waffenmäßig sind wir da auch gut bedient. Wir haben genug Kohle und Eisen auf Lager. So, das war's auch mit den Bogenschützen schon. Was brauchen wir denn jetzt hier alles? Wir brauchen hier brauchen wir einen Nahkämpfer, hier brauchen wir zwei Nahkämpfer, da ein Nahkämpfer, noch ein. Also eins, zwei. Oder warten wir mal, bis wir den Turm eingenommen haben. Ansonsten sagt uns das ja gar nichts. Gehen die da jetzt alle in die Türme rein oder was? Ja, genau. So war das natürlich geplant. Ich will die jetzt auch nicht wieder abwerben. Von daher geht da erstmal rein. Hier sitzt ja, glaube ich, nur einer drin. Den können wir, glaube ich, auch noch so einnehmen. Ja, hier sitzt ja nur einer drin. Sonst wäre der hier oben noch. Haha.
Genau. So. Genau, den mal auf die Mütze. Tür eintreten. Räumungskommando. So, ich behalte die Uhr im Blick, weil ich heute nicht ganz so viel Zeit zum Aufnehmen habe. Da ist die Stunde für diese Woche maximal drin. Das kann ich euch gleich schon mal verraten. Was ist? Ja, natürlich. Hier gekämpft. Den einen werden sie doch wohl hinkriegen, oder? Allein. Bogenschützen hätten sich ja ruhig mal dahinstellen können und mithelfen können. Hier, helf du auch mal mit. Jetzt ist hier. Nee, immer noch nicht alles voll besetzt. Nee, da fehlen noch drei oder vier. Ah, jawohl. So muss das sein. So, noch zwei Bogenschützen rein. Okay, also brauchen wir jetzt hier einen Bogenschützen. Noch einen Speerkämpfer. Ja. Warum kann ich den denn jetzt nicht? Okay, doch. Hier ist schon einer drin. Also haben wir jetzt, was haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5 Nahkämpfer und ein Bogenschütze. Also, Mist, jetzt habe ich nicht geachtet. Sieht man da den Unterschied? Nee. Mann. 1, 2. 1, 2, 3. Und ein Bogenschütze. Machen wir mal so. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Genug Leute haben wir hier gerade noch so. Und wird denn schon der erste. Ist denn hier schon. Ja, da ist schon Sake dran, ne? Reisschnaps. Wir haben da was erobert, sagt er uns. Super. Ich schätze mal fast, dass hier unten eine Sense fehlen wird. Aber noch meckert er irgendwie nicht. Aber ich sehe hier auch gerade keinen rumrennen. Das Ding ist doch schon fertig. Ich werde mal eine Sense noch hier rüber schicken. Die haben doch eine Sense, oder? Ja, müsste ja eigentlich zum Absensen halt. Wollen wir denn hier die Werkzeugschmiede? Produziert jetzt mal eine Sense. Ja, die sind auch schon fertig. Ich glaube, ich hatte nicht genug Sensen rübergeschickt. Und hier steigt denn jetzt schon unsere göttliche Aufwertung. Oh, schon auf 80. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So muss das sein, so muss das sein. Unser Lager ist voll mit was? Alles einlagern? Nee, das habe ich doch nicht befohlen. Halt, 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 halt. Alles außer Gold einlagern. Kann man die Sachen jetzt hier wieder rausschmeißen? Ah, göttliche Aufwertung. Da haben wir ja schon mal. Es geht ja flott. Ich glaube, wir brauchen hier bald mal wieder ein Lager. Oh, gleich zwei. Wenn ihr schon mal hier hinten dann seid, könnt ihr gleich zweimal schaufeln. Ach so, wir haben ja hier oben auch noch Leute, die was anbauen. Natürlich reicht es dann mit dem Getreide. Wasser haben wir überall genug. Eieiei, darum muss das laufen. Und da ist auch schon unser Reisbauer. Ich weiß gar nicht, ob die Sense inzwischen schaltet. Okay, die ist noch unterwegs, also hatten wir sogar noch genug. Naja, egal.
Bringt uns jetzt nicht um. So. Jetzt brauchen wir langsam mal wieder ein bisschen Sake. Da kommt schon was. Gut. So, mein Plan für heute sieht aus, dass wir mindestens, also wir haben jetzt schon, was sagt die Uhr, eine Viertelstunde rum. Also, wenn wir mal schauen, dass wir hier noch die Armee zusammengestellt kriegen, obwohl wir ja natürlich jetzt auf die göttliche Aufwertung warten. Ist denn hier alles wieder voll besetzt? Warum stehen denn jetzt hier noch Bogenschützen rum? Habe ich irgendwas falsch gemacht wieder? Sieht ganz danach aus, da irgendwie genau zwei Nahkämpfer fehlen und ich zwei Bogenschützen zu viel habe. Ah, ja, okay. Hier sind ja auch Bogenschützen. Ich dachte, das wären die Speerkämpfer. Dann müssen wir mal. Machen wir noch zwei. Haben wir schon mal zwei Level. Zwei Schwertkämpfer. Ist ja auch nicht verkehrt. Und dann könnten wir auch schon mal. Wollen wir noch ein großes Haus bauen irgendwo? Das ist ja der einzige Punkt hier. Dann machen wir schon mal. Habe ich? Zwei, ne? Zwei, ehrlich gesagt. So. Ach, naja. Halb so schlimm. Hier ist Sake. Wir sind schon auf 10%. Die Lager. Wir werden wohl noch rechtzeitig fertig, bevor das ganze Gold angeschifft kommt. Wir haben wahrscheinlich sogar nur, wir haben nur eine Goldmine, das Goldschmelze, das ist fast sogar zu wenig, würde ich sagen. Da der da ganz schön viel auf Lager hat noch, aber egal. Unser Goldvorrat wächst ja sehr langsam und stetig an. Und das ist ja auch gut so. Das muss ja auch mal sein. Gut, 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 gut. Und wir sind immer noch auf 10%. Nee. Das muss doch schneller gehen. Hier. Lauf mal mehr. 20. Hey, wir werden schon wieder angegriffen. Ach ja. Die trauen sich nicht so recht. Ja, gegen diese Übermacht an Verteidigungsanlagen, da würde ich mich aber auch nicht trauen. Es sei denn, ich habe bald eine gigantische Armee aus Level 3 Soldaten. Oh ja, jetzt wird hier langsam mal so richtig viel Sake produziert, dann geht das auch ab. Wenn die das parallel noch da hochbringen würden, wäre das sogar noch schneller. Hier unten kriegen wir leider keinen, das ist doof, kein Reisbauer mehr hin. Ja, wir hätten jetzt vielleicht, naja, ist auch nicht doof, auch nicht besser, hier ist ein Fluss, kann man auch nicht hinbauen. Wir könnten jetzt höchstens noch da einen hinbauen, der denn hier anbaut. Um die ganze Sache noch mehr zu beschleunigen. Wir probieren es einfach mal. Hier haben wir den Platz. Das vielleicht nicht. Ein bisschen höher. Nimmt der uns dann noch den Reis hier weg, den wir da anbauen. Ah, jetzt ist hier Dual Core angesagt. Sind wir schon auf 40. Die Lager sind auch schon fertig. Wunderbar. Dann lacht das Herz des Siedlerfreund. Jetzt staut sich hier sogar schon der Reisschnaps. Cool. Gut. Dann die hier unten kröpeln hier noch rum. Dann werden wir die mal ein bisschen anpieksen mit ein paar Pfeilen. Hm.
sind sie in die Falle gegangen. Ah, super. Das klappt ja. Irgendwann Tutti. Die haben wir ja quasi 300-mäßig durchlöchert. Was ist hier am Fleisch? Das muss doch schimmeln langsam. Schimmeln. Der kommt hier nicht ganz hinterher, die Distille. Vielleicht sollte ich davon zwei hinbauen. So langsam wird auch die Kohle knapp. Da werde ich nochmal einen Batzen rüberschicken. Genug haben wir jetzt rumliegen hier. Ja, ist jetzt die Frage, noch eine Distille oder nicht? Gerade wenn der zweite Reisbauer fertig wird, könnten wir eigentlich sogar noch eine bauen. So. Machen wir einfach mal, wir haben es ja. Ja, wir brauchen gleich aber nochmal mehr Kohle rüberhauen. Mann, das läuft! Aber es zieht sich jetzt so ein bisschen, wenn wir auf die wirkliche Aufwertung warten. Von daher überlege ich mir schon mal, was ich jetzt noch hier palabern könnte. Ja, also wir sind jetzt momentan wirklich von der WG her räumlich getrennt. wir werden zusehen, dass wir vielleicht ein paar Sachen online zocken können. Jetzt am Anfang ist noch sehr, sehr stressig. Deswegen wird da eher weniger passieren. Aber jetzt so in den nächsten Wochen, wenn sich die Lage ein wenig beruhigt hat, sage ich mal, dann kann es durchaus mal sein, dass wir irgendwas online zusammen zocken und da dann aufnehmen. Und da, sage ich mal, vielleicht ein Best-of draus schnibbeln, obwohl ich selber noch gar nicht weiß, wie wir das machen, wie wir uns die jeweiligen Videodateien zusenden wollen. Die sind ja dann doch schon mal ein paar Gigabyte groß und das kann ja schon dauern, wenn man ja so, weiß nicht, wie die anderen, deren Internetleitung momentan aussieht, da wo sie sind, aber bei mir ist das sehr wackelig. Und da kann das schon bei ein paar Gigabyte ein Weilchen dauern. Und ja, auch mit dem Upload hier wird das wesentlich unbequemer werden als noch in der Wohngemeinschaft. Da war der Up schön stabil und der war schon ordentlich. Ich weiß gar nicht, was wir da hatten. Ich glaube 5. 5 MB im Up. Da kann man schon nicht meckern. So, der nächste Reisbau ist fertig und für den haben wir ja sogar noch eine Sense auf Lager. Und der kriegt jetzt hier momentan, die Destille kriegt hier momentan ordentlich Reis vor den Latz geknallt. Gut, dass wir da die zweite gebaut haben. Die Kohle ist auch schon alles da. Die bringen hier Fleisch, dass man gar nicht mehr weiß, wohin damit. Das nächste Goldlager wurde angefangen. Da sind wir jetzt schon bei 71 Offensivkraft im eigenen Land, wenn mich nicht alles täuscht. Und das nächste große Haus ist auch schon fertig. Wunderbar. Huch, wo bin ich denn jetzt gelandet? Da kommt noch mehr Fleisch. Jo, was kann ich denn noch erzählen? Ja, wie ihr gesehen habt, oder wie ich auch schon angesprochen habe, haben wir jetzt den Zeitplan. Und wenn ihr da irgendwie noch Vorschläge oder Verbesserungsvorschläge habt, dann haut es doch auch einfach mal in die Kommentare, wenn ihr da, oder wenn ihr es gut findet, dann natürlich auch. Ich hatte euch ja auch gebeten, mir mal Vorschläge für Spiele zu schicken. Da habe ich häufiger schon gelesen, dass ich dann ja auch mal die nächsten Siedlerteile spielen soll, sobald ich hier mit Siedler fertig bin. Wo ich ehrlich sagen muss,
Das ist noch so weit in der Zukunft, weil ich bin ja gerade mal, ich bin ja noch nicht mal bei der Hälfte. Wir haben ja gerade mal, wir neigen uns, möchte ich fast, nee, wir neigen uns dem Ende der Asiatenkampagne, ist optimistisch gesagt. Aber wir sind, glaube ich, in Mission 6 von 8 und dann kommen ja noch die Ägypter und dann noch die Amazonen. Da ist eigentlich noch eine ganze Menge vor uns und parallel würde ich das ungern spielen, mehrere Siedlerteile. Von daher. Also, ich weiß nicht, in Siedler 4 habe ich, glaube ich, nie gespielt. Das ist aber, ich weiß gar nicht, ob das, hat das so einen großen Unterschied zu Siedler 3 oder, also ich glaube, grafisch nicht wirklich. Aber ich kann auch sein, dass ich da jetzt völlig falsch liege. Und spielerisch weiß ich es jetzt nun wirklich nicht. Und bei Siedler 5, das war, glaube ich, der in 3D, wenn mich nicht alles täuscht. Der war, den habe ich mal gespielt, der war scheiße. Also der hat überhaupt keinen Spaß gemacht, den würde ich auch ungern spielen, ehrlich gesagt. Siedler 6 war dann dieses Aufstieg eines Königreichs, der war sehr nett gemacht, sehr nett gedacht, aber der war einfach ziemlich öde. Weil halt wenig passiert ist. Hast irgendwie da dein Dörfchen aufgebaut, was jedes Mal irgendwie ähnlich aussah oder gleich aussah. Und da war halt wenig los. Und also der Siedlerteil, der am ehesten noch in Frage kommen würde, den ich auch nur mal kurz gespielt habe, ist halt Siedler 7, müsste das sein, der aktuellste Teil, der da so verschrien war wegen den Online-Funktionen, aber der war an sich nicht schlecht. Der sah auch nett aus und alles, hatte eine schöne Spielmechanik mit diesen Siegpunkten, wie man es von Siedler von Catan her kennt. Und der würde am ehesten noch in Frage kommen. Wenn wir jetzt in die andere Richtung schauen, Siedler 2 habe ich bis jetzt auch nur das Remastered gespielt, also die neu aufgelegte Version von vor ein paar Jahren. Und muss ich ehrlich sagen, war auch nicht so mein Fall. Das können wir aber trotzdem eventuell mal anzocken, vielleicht in einem Checkpoint oder so, obwohl das wäre wahrscheinlich unnütz. Aber vielleicht so ein kleines Mini-Let's Play, wer weiß. Und Siedler 1 weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Habe ich auch noch nie nachgeschaut. Ich habe nie wirklich von gehört. Man hört immer nur, wenn dann von Siedler 2 hauptsächlich. Was war mit Siedler 1? War das noch irgendwie. Gab es das überhaupt? Haben direkt mit 2 angefangen. Ja, so viel zu den anderen Siedlerteilen. Dann wurde noch vorgeschlagen, ich solle doch. Das war. Ich glaube, war einmal Command Conquer bei. Die habe ich privat teilweise gespielt. Also die ganzen Command Conquer, die sich auf die ganze Tiberium hieß das Zeug doch, ne? Tiberium Saga bezog, die habe ich gespielt und naja, die waren ja nun mäßig. Die wurden ja von Zeit zu Zeit immer schlechter. Und Generäle habe ich nie gespielt. Ich habe kurz mal, wie hieß das? Command Conquer oder Alarm? Hieß das so? Dieses Kalter Krieg-Szenario oder was mit Zeitreisen und allem war. Also, da war irgendwie vor ein paar Jahren ein neues Datei rausgekommen. Den habe ich mal gespielt, aber der war irgendwie auch nicht so mein Fall. Also, Command Conquer. Weiß ich nicht. Hätte ich nicht so die Lust dran und das macht ja dann auch keinen Spaß für euch, wenn ich das spielen würde. Und wir können wieder aufrüsten. Ja, was haben wir dann noch? Ah ja, genau. Dann hatte noch jemand vorgeschlagen, das war ein Herr der Ringe-Spiel. Herr der Ringe Conquest? Ich glaube, es war Conquest. Und das habe ich mir mal angeschaut. Und das sah ganz nett aus. Also das habe ich mir angeschaut in dem Video, das habe ich nicht gespielt. Das war so, ja,
Was waren das so? So Battlefront, Star Wars Battlefront, nur mit Herr der Ringe-Texturen quasi. Ich weiß nicht, soll eine kurze Kampagne sein, vielleicht haue ich die einfach mal durch als Let's Play und wir haben schon eine halbe Stunde nicht mehr gespeichert. Aber ich glaube nicht, dass ich das, wenn dann, großartig spielen werde. Neben, also neben der Kampagne her. Dass ich da sage, ich mache da jetzt einen riesen Let's Play draus. Also das würde dann wirklich nur eine kurze Sache sein. Ja, soll aber auch nicht heißen, dass ihr ruhig weiter Vorschläge machen könnt. Ich überlege mir da was. Oder ich ziehe alle in Betracht. Nur halt, wie gesagt, ich würde es ungern spielen, wenn es mir selber nicht zusagt, weil dann bin ich da halt nicht mit voller Begeisterung dran. Und ich glaube, dann wird das Let's Play auch ziemlich öde, weil ich dann dementsprechend mich ja wahrscheinlich dann zu zwingen muss. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Von daher, was haben wir noch auf der Liste? Achso, genau, bevor jetzt noch. Oder eigentlich wollte ich ja einfach der Vollständigkeit halber natürlich Far Cry erstmal fertig spielen. Und dann hatte ich noch fest auf dem Programm The Stanley Parable, hatte ich ja auch im Stanley Parable Demo, Checkpoint, bla, Dingser, Bums, Gedöns, angekündigt, dass ich das gerne machen würde. Muss natürlich. Muss ich natürlich aber erstmal machen. Und ich weiß auch gar nicht, wie lang das ist. Das könnten auch ein paar Stündchen werden. Und Far Cry müsste aber eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr so lang gehen. Also wenn ich das alles mal irgendwie in den nächsten Wochen in Angriff nehme, dann sind wir da auch hoffentlich schnell durch. Ja, hoffentlich. Also Stanley Parable geht hoffentlich lang genug, dass man da genug von hat. Wenn es die Demo ist überall im Spiel, dann freue ich mich da sehr drauf und würde gern mehr sehen. Naja, ihr wisst schon, ne?